Jetzt geht's endlich los. Whee! Da sehen wir auch das neue Pokémon, das Voltrill. Ja. Enttäusche meine Zuschauer nicht, okay? Wir brauchen einen elektrisierenden Kampf. Ich muss sagen, ich mag Voltrill. Auf Englisch hieß das Wattrill. Oh. Und Wattrill ist so ein lustiger Name. Vor allem die Weiterentwicklung Kilowattrill. Es ist so funny. Oh nein, ich hab. Das Quadrat wieder Name halt von der Weiterentwicklung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie schlimm. I'm so sorry. Licht. Oh. Zack, du bist down. Wow, ich mach gar keinen Damage irgendwie. Ja, ich habe keine wirklichen Boomer gegen diesen. Gegen den Kampf hier. Das sind überhaupt Schwächen? Ja, Gestein, maybe. Gestein wäre vielleicht eine Schwäche von dem Ding, weil es ist Elektroflug. Offensichtlich würde ich mal anmerken. Ja, keine Ahnung, vielleicht mal Karan in einer, guess. Ist der Arena-Leiter-Kampf-Theme. Ist dieses Theme gerade anders? Es hört sich nie nach irgendeinem Theme an, den wir schon mal gehört haben. Ist vielleicht wirklich ein neuer Theme. Hier ist der Paraheiler. Vielleicht war das jetzt Verschwendung, aber ich versuch's mal. So, wir machen Überlänge heute. Ich will den Kampf noch gerne in der Folge machen. Ich versuche mich zu beeilen, ja. Es sind 4 Pokémon. Ah, dann muss ich mal schauen. Ob ich da nicht vielleicht doch cutte. Ein Crit, verdammt. Ich mach so wenig Damage vor allem. Und jetzt muss ich wieder heilen. Supertrank am besten. Ich habe keine Tränke. Ah, mies. Im Hintergrund sieht man die auch schon. Also hinten links sieht man die auch schon. Auf diesen Bildern. Ja, auf jeden Fall. Diese Arena ist der meiste Spaß, den ich bisher in diesem Spiel hatte. Ungelogen. Ich fand das gerade so übelst funny. Am Anfang dachte ich mir so, okay, vielleicht wird es ein bisschen cringe. Mit der parodiert alles, aber wurde es nicht. Und hier ist ein Wampitz, aka Bellybolt. Yeah. Guck, wie sie rumtanzt. Vor allem im Regen, ne? So ein Outfit im Regen. Oh, ich bin dumm. Das Ding hat natürlich die Fähigkeit, die meins auch hat, Dynamo. Ich buff es gerade übertrieben. Und natürlich hat es eine Wasserattacke. Meins hat doch auch eine Wasserattacke. Was mache ich hier eigentlich? Bin ich eigentlich komplett dumm? Ja. Ja, bin ich. Danke fürs Nachfragen. So, super. Sollte hier eine bessere Wahl sein. Er hat nämlich Lehmschelle und das ist sehr effektiv. Falls es trifft, ich weiß nicht, ob mein Gegner einen Ballon noch hat, ne? Mit einem Ballon wird es halt, hat es halt die Fähigkeit Schwebe. Wir hoffen mal nicht. Ja, du bist dumm. Ich bin Typ Boden. Elektroattacken machen mir nichts aus. Denn der Boden leitet keine Elektrizität. Ich weiß, dass ich das Ding jetzt gerade auflade. I know. Aber ich kann halt gerade nichts anderes tun. Nee. Ich könnte eine Amnesie machen. Und was auch machen wir auch nichts mit HA2O-Absorber. Geil. Ja doch, ich glaube, ich spam einfach jetzt die Attacke. Ist eigentlich am besten jetzt, ne? Ich wollte gar nicht Terror Crystallize. Ah, habe ich nicht gemacht, okay. Ich habe einfach nur meine Tasten gespammt. Damit der Kampf schnell vorbei geht. Yeah. Ich weiß, mega gebufft, aber es kann mich nicht antatschen. You can't touch me. Can't touch me, bro. Can't touch me. Can't touch me. Dum, da, da, dum. Yeah. Okay, die Hälfte ihres Teams ist down. Da gehen die Views ganz schnell hoch oben. Natürlich. Wenn ich da bin, natürlich immer. Ja, die Likes gehen natürlich auch noch oben. Ein Luxio. Uiuiui. Weiterentwicklung von Shinux. Ja, haben wir schon gesehen. Haben wir schon öfter gesehen, ja, ich weiß. Trotzdem, cooles Viech, cooles Viech. Ah, es hat Biss. Ich glaube, Super wird wirklich unsere beste Auswahl hier sein in dieser Arena. Ich mach mal Amnesie. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe mal offscreen gegen Max gekämpft. Er hatte auch einen Paldeen Warlord. Also das Viech, das ich gerade habe hier. Und ich habe halt Amnesie gehabt. Und Max hatte halt
Gena, weil ich hatte ja auch die entweder Amnesie oder Gena und ich wollte dann lieber Amnesie haben, weil ich finde, das ist jetzt für mein Moveset im Moment besser. Als wir gekämpft haben, meinte Max so, hä, du hast kein Gena, du hast Amnesie, aber Gena ist doch besser. Und das war so funny. Sein Puppe war sogar mehr gelevelt als meins und ich habe trotzdem wegen Amnesie gewonnen. Also, das wollte ich einfach nur erzählen. Von Max Hass bin ich dafür, dass ich sage. Und Traunmagil? Ein Geist-Pokémon? Was hat sie denn mit dem Geist-Pokémon vor? Also ich meine, sie hat Geschmack, ne? Traunmagil ist ein super wundervolles Pokémon, aber what the hell? Was hat sie denn damit jetzt vor? Oh yeah, das sieht gar nicht gut aus. Hey Leute, ich will eure Likes spüren. Feiert mich an. Los! Donated! Ein Traunmagil. Ich habe das Gefühl, es wird jetzt Typ Elektro. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber ich greife es einfach mal an. Komm raus, mein kleines Glühwürmchen! Volle Power, Enigmara! Oh oh. Wie der Magnetius so böse guckt auf einmal. Und ja, wie ich vermutet habe, Typ Geist Elektro Traunmagie. Mit einer großen Glühbirne. Oh, no, Confusion, du bist so gemein! Okay, ich bin verwirrt, greif aber trotzdem an. Bitte vergifte, bitte vergifte, bitte vergifte. Kann die Attacke überhaupt vergiften? Ja, kann sie! Yes! Okay, wir haben den Sieg sowas von in der Tasche. This is so over for you! We literally won! Börde, oh oh. Aber hat nicht so viel Damage, nice. Und ich bin nicht mehr verwirrt. Ja. Ein Critical Hit. Die Likes und die Views steigen in die Höhe. Oh mein Gott. Erinnert mich irgendwie an Metaton. Das war der Kampf. Dann leuchtet er so hell wie ein tausendfacher Donnerblitz. Tja. Damit steht es fest. Der Sieger des Kampfes ist die Herausforderin Maike. Wow. Die Bahn beide stark. To be honest. Einfach TPH geschrieben. Lol. Ich hab verloren. Das ist frustrierend. Aber danke für eure Unterstützung, ihr Lieben. Dafür, dass sie so jemanden Angesagten wie mich besiegt hat, bekommt Maike auch was Feines. Und was, fragt ihr? Ein Arenon! Hier mein ganz persönliches Geschenk an dich! Yay! Meine lieben Zuschauer, jetzt ist Screenshot-Zeit! Bereitet euch diesen Moment gut auf der Letzthaut ein und speichert ihn in einem Ordner eures Hirns ab! In einen Ordner abspeichern? Homework oder was? Yeah! Und hier Magnetilus, mit diesem Hundeblick. Boah, das war echt cool. Jetzt hast du drei Aeneron, stimmt's? Cool. Das heißt, du kannst Pokémon bis Level 35 leichter fangen und sie befolgen blitzschnell deine Befehle. Dieses Mega-Foto kann ich später posten. Nice. Hier die TM gebe ich dir zum Dank. Voltwechsel, ohne gute Attacke. Auch sehr nervig. Na, hat euch dieser heiße Feind auch in Hochspannung versetzt? Dann vergiss ich meinen Kanal zu abonnieren und lasst auch gerne ein Like für mich da. Ihr seid gefangen gemein im Elektronetz. Enigmara, die elektrisierende Streamerin, verabschiedet sich. Ja, Leute, ihr habt's gehört, ne? Ihr habt's gehört von der echten VTuberin. Lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Nicht vergessen. Oh, verzeihen bitte. Du hast eben den Orden dieser Arena erlangt, nicht wahr? Dein Name war Maike, wenn ich mich recht erinnere. Sag, strebst du auch danach, Champ zu werden? Ja, warum nicht? Dann, das wollte ich hören. Für jemanden, der noch so jung ist, verfügst du über außergewöhnliches Talent. Verschwende es nicht, greif nach den Sternen. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Sagaria. Ich bin die Präsidentin der Pokémon-Liga. Das ist die Organisation, die für die Verwaltung der Arenen zuständig ist. Wenn du weiter in der Arena-Orden sammelst, könnten wir uns in Zukunft erneut begegnen. In diesem Sinne, au revoir. Auf Wiedersehen.
Oh, es ist schon vorbei. Mein Treffen mit der VTuberin. Na gut. Nicht vergessen, was wir vorhatten. Wir hatten noch coole weitere Sachen vor. Zum Beispiel das Item nehmen. Käfertrutz, das habe ich wohl vergessen. So. Du kannst an einem neuen Kurs teilnehmen. Was, an der Akademie oder was? Okay, müssen wir später mal vorbeischauen. Ja, wir machen... Wo machen wir weiter? Ich glaube, wir werden ganz kurz hier hingehen. An den Strand dort vorne. Was? Hat was zu sagen? Ah, nee, der hat was zu sagen. Ach so, weil... ja, okay, gut. Hallo. Ja, verstehe schon. Sind meine Pokémon geheilt? Nee. Mach ich das lieber. Genau. Bevor ich nämlich jetzt zu Team Stars gehe, habe ich ja gesagt, dass ich das nächstes mache, nach der Arena. Bevor ich das jetzt aber mache, gehe ich erstmal an den Strand, weil die bei Team Star sah schon so aus, als hätte sie Feuer-Pokémon. Ich meine, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass sie vielleicht Feuer-Pokémon hat. Aber ich habe das Gefühl, hier könnten ein paar nützliche Wasser-Pokémon sein. Vielleicht auch neue Pokémon. Und deshalb gehe ich erstmal hier lang. Und diesen Trainer. Ja, komm, mach mal. Wenn wir schon mal hier sind. Ich würde so gerne auf Reisen gehen, indem ich schnell wie der Wind durch die Lüfte gleite. Okay. Das ist ein Sandygast. Der Sandburg da. Das ist ein sehr tolles Pokémon. Kann ich nur empfehlen. Und da oben ist das Wattrill, glaube ich. Seso-Kids. Das war doch wohl nicht etwa ein Seso-Witz, oder? Volltreffer. Du bist down. Woo! Genau, ein bisschen Leveln schadet auch nicht. Leveln schadet nie. Damirplex, ein Normal-Pokémon. Oh mein Gott! Ist halt ein... Ist, ja, weiß nicht. Kann ich nicht unbedingt empfehlen. Ich finde es halt ein bisschen boring. Es kann halt nicht wirklich viel. Nicht, dass ich wüsste. Ich bin in der Competitive-Szene nicht drin, aber ich wüsste jetzt nicht, dass Damirplex so oft benutzt wird. Die Weiterentwicklung Damirfear ist schon was anderes. Aber die kriegt man sowieso nur in Legends. Die kriegt man hier nicht. Deshalb finde ich Damirplex ein bisschen lame. Ach, wenn ich den Shiny habe, nein. Ja, habe ich nicht, hab's entwickelt. Ach, immer dieser Gegenwind. Ja, echt schlimm, oder? Okay, hier gibt's auch Schlickter, hier gibt's auch Britziegel. Das Stamm hier könnte ein Alola-Kukuwai sein. Aber ist es nicht. Und den hier will ich anvisieren. Den Vogel. Kann ich den nicht anvisieren? Irgendwie. Voltrell. Doch, jetzt kann ich anvisieren. So kämpft man gegen Pokémon, die fliegen. Anvisieren und dann irgendwann kannst du deinen Ball dorthin in die Richtung schmeißen. Ist ein bisschen blöd gemacht, aber manchmal funktioniert's. Oh, perfekt. Literally perfekt. Jetzt einfach den Ball werfen und hoffen, dass es drin bleibt. Ich habe allgemein nicht viele Bälle, ne? Oh, Anton, hi. Hä? Der Ball ist in der Luft. Oh mein Gott. Der Ball hat Flügel. Ich muss sagen, ich finde es schöner, wenn die Kamera fixiert ist. Ich finde das generell in Pokémon-Spielen besser, wenn die Kamera fixiert ist und man nicht so frei rumbewegen kann. Das ist ein Rezept für schlechte Kamera. Nice. Voltrell. Das ist ein cooles Pokémon. Und theoretisch können wir es fürs erste Mal ins Team tun, warum nicht? Trifft Wind auch seine Flügel, erzeugen deren Knochen Strom. Es fängt Beute, indem es ins Meer taucht und ihr einen Stromschlag verpasst. What? Oh. Alter. Richtig brr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 
Ich werde die Nummer 1. Immer werde ich der stärkste Trainer von aller Zeiten. Da war Ash wohl vor dir dran. Nee, warte, Ash nicht. Er wollte es immer noch sein. Oh, schaut mal, die Weiterentwicklung von dem Unlichtkäfer. Lextremo. Oh yeah. Herzwende. Oh, mit wem tauschst du? Irgendwas, was jetzt nicht dumm war, mit Feuerattacke anzugreifen. Geronimatz, doch war's. Nee, das war Geronimatz. Ich dachte gerade irgendwie an ein Stein-Pokémon. Nee, das ist ein Flur-Pokémon, das ist okay. Aber das hat keine Kehrtwende, oder? Nee. Wenn, selbst wenn, das ist zu langsam. Finden sich Barmelin, Carpador, Meryl. Ich meine, gibt's auch noch dieses eine Wasser-Pokémon, was ich gerne ins Team tun würde. Oh, ich hab's, glaube ich, gerade gesehen. Ich glaube, ich hab's sogar gerade gesehen. Ja, da sehen wir es. Ein Delfin. Es hat 9 Generationen gedauert, dass sich Game Freak dachte, hey, ein Delfin haben wir noch gar nicht in ein Pokémon gemacht. Und jetzt haben wir ein Delfin-Pokémon. Das ist krass. Ich weiß noch, vor mehreren Jahren hatte ich wirklich so ein Meme gemacht. So, ey, wir kriegen einen Schlüssel als Pokémon, aber immer noch kein Delfin. Und endlich haben wir eins. Ich will es unbedingt fangen. Na gut, ich halte dir den Titel mit. Du bist immer eins. Danke. Wo ist das Delfin? Ich brauche es. Wo ist er? Nein. War doch gerade hier. Ist er despawned oder was? Nein. Nicht gut. Da ist er. Da ist er. Ist er nicht süß? Ich finde ihn süß. Normie Finn. Das ist voll der Normie, ey. Nein, Spaß. Ich mag ihn. Ich finde, die haben ein gutes Delfin-Pokémon gemacht. Das ist einfach cute. Und glaub mir, die Weiterentwicklung. Bei der Weiterentwicklung ist das so, entweder man mag sie oder man hasst sie. Ich mag sie, aber ich kann voll verstehen, wenn Leute es hassen. Taucher? Hey, verschwinde nicht. Ah, zum Glück ist es schneller als ich. Nein, nein, war. Oh, ich bin so dumm. Warum setze ich eine Elektroattacke ein? Ich kill das jetzt nur. Was für Brüller! Du bist nicht der Brüller, Junge! Ist so ein neues. Okay, neues gefunden. New Pokémon acquired. Hat eine Minute gedauert, war nicht lang. Und das wird jetzt gefangen. Ich hoffe, meine Bälle reichen dafür. Oh, ich lasse lieber einen normalen Tackle ein. Oh, ich bin schneller. Nein, warum bin ich schneller? Nicht gut. Ich will nicht schneller sein. Na, ich bin sowieso down. Was tanzt eigentlich hinten links rum? Was ist denn das? Ist das ein Carp oder? Ich glaube schon. Guck mal. Jupa. Jo, ihr Kleinen. Ich versuche mal zu fangen, oder? Kann ich nicht fangen? Oh, doch, jetzt kann ich fangen. Oder? Vielleicht doch schwächen, aber ich habe nichts Schwaches. Na gut, ich habe Lebensschuss, aber... Wie schwach wird das sein? Und jetzt geht's wieder tauchen. Oh, cool, ich habe Out of Bounds sehen können. Das meine ich mit so einer freien Kamera, das ist echt dumm. Hier war nie Wasser. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ja. Ich hab H2-Absorber, mein Kleiner. Okay, perfekt, perfekt. Jetzt kann ich's fangen. Oh, ich hoffe, ich habe genug Bälle. Ich muss dringend Bälle kaufen für die nächsten Pokémon. Der beißt wieder in die Luft. Leider reicht das aus irgendeinem Grund noch nicht. Ich muss es weiterhin. Ich möchte diesen Delfin haben! So. Und er möchte mich. Let's go! Ein Delfin-Pokémon! Wie heftig ist das denn bitte? Wunderbar. Mit dem Wasserring auf der Schwanzflosse spielt es gerne mit Artgenossen. Über Ultraschallwellen kann es die Gefühle anderer Lebewesen erfassen.
Uiuiui. Ui. Noch gebe ich ihm keinen Spitznamen, weil das würde sonst spoilern für die Weiterentwicklung. Ich tue dich auf jeden Fall mal rein. Ich mag Flattertu, aber... Ich tue es mal raus. Klar können die Schnick da raus tun, aber es ist bald kurz davor, es sich zu entwickeln. Das möchte ich schon noch gerne zeigen, wenn ich es kann. Von daher, ja, ab nach vorne mit dir, mein Kleiner. Wunderbar. Okay, wir sehen uns dann bei Team Stars wieder. Alles okay? Kriegst du da unten Luft? Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Das ist ein Onkelong da unten. Ein Fragrund. Warte, kann ich das bekämpfen? Wenn das unter Wasser ist? Oh, was? Ja gut, don't mind me. Du kannst ruhig da unten bleiben, wenn du möchtest. Das ist nicht mein Problem. Hier gibt's auch noch Garados. Interessante Größe. Ein bisschen klein, wenn ihr mich fragt, aber... Na gut. Okay, wir sind auf dem Weg. Ich schau mal, ob hier irgendwo noch neue Pokémon sind. TM Regentanz. Wir sind ja auf dem Weg zur Team Starleiterin, die eine. Die müsste sich hier befinden, genau. Aha. Der Direktor, ich meine der Label. Du bist Maike. Senior Direktor? Nur um das nochmal klarzustellen, gerade bin ich Label. Bitte vergiss das nicht. Jetzt muss ich mich aber erstmal bei dir bedanken, Maike. Ohne dich hätte ich sicher nicht Teil von Operation Stardust sein können. Was ist dein Ziel? Ich möchte der Sache mit Team Star und den Rätseln, die sie umgeben, auf den Grund gehen. Was für eine Sache? Sie sollen viele Schüler durch ständiges Mobbing dazu gebracht haben, die Akademie zu verlassen. Zudem hacken sie in ihren Verstecken angeblich einen Plan aus, die Akademie anzugreifen. Aber für diese üblen Gerüchte, die über sie im Umlauf sind, gibt es keine Beweise. So wie ich das sehe, ist das größte Problem eher ein anderes. Die Mitglieder von Team Star fehlen schon seit langer Zeit unentschuldigt im Unterricht. Sie lassen sich überhaupt nicht mehr in der Akademie blicken. 5 von ihnen, die sogenannten Bosse von Team Star, fehlen schon seit über einem Jahr. Einen davon haben wir schon wieder zurückgebracht zur Akademie. Dazu kommt, dass ihre Handlanger in letzter Zeit angefangen haben, ihr für Unruhe zu sorgen. Deshalb habe ich Team Star darum gebeten, sich aufzulösen. Sollten sie sich dem widersetzen, bleibt mir nichts anderes übrig, als sie der Akademie zu verweisen. Das wäre nicht so schön. Bisher habe ich noch nichts von ihnen gehört und der Zeitpunkt, bis zu dem sie eine Entscheidung treffen sollen, rückt immer näher. Und dann habe ich gehört, wie du mit Cassiopeia getelefoniert hast. Bring, bring. Cassiopeia hier, kannst du mich hören, Maike? Wir müssen leider nochmal reden. Pass gut auf dich auf. Du bist wieder in der Nähe von einem versteckt, aber war da gerade bei jemand bei dir? Nein, hier ist Patrick, hier bin ich. Okay, jedenfalls wird Team Star jetzt sicher wachsamer sein, wo du einen Boss besiegt hast. Die Einnahme der restlichen Verstecke wird daher wahrscheinlich schwieriger werden. Bleib weiterhin wachsam, ich werde mich später wieder. Okay, Pfei. Dann, let's go. Müssen wir gegen dich kämpfen? Warum frage ich überhaupt? Natürlich müssen wir das. Sonst stände er nicht hier. Sonst wäre er drinnen bei den anderen. Hey, was ist denn jetzt Surma? Das Versteck von Team Star? Könntest du bitte wieder abzischen? Sonst muss ich dich davonjagen. Aus reinem Selbstschutz, so weißt du? Ich kann nicht um. Ganz wie du willst, ey. Dann werde ich eben meine Selbstverteidigungskünste an dir trainieren. Das ist voll egal und so.
Okay. Du hast es so gewollt. Die haben ja alle Feuer-Pokémon. Deshalb wird unser Delfin hier gut aufgehoben sein. Und du, Star. Hey, den kenne ich doch. Okay, wir haben relativ gute Attacken. Also nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Musik ist ja auch ganz cool. Auf jeden Fall. Ja, Taucher macht natürlich mehr Damage, aber dauert halt länger dafür. Und ich möchte ruckzucki alles machen. Ja, ich möchte so viel es geht. Ja, ja, Briller. Bitte nicht mein Starter, bitte nicht mein Starter, bitte nicht mein Starter, bitte nicht mein Starter. Was habe ich gesagt? Er ist der Einzige, der keine Wasserattacken hat. Offensichtlich, es ist ein Feuer-Pokémon. Aber, ja. Egal. Wir sind trotzdem stark genug gegen einen Hunduster. Das ist zumindest ganz gut. Und der Typ ist down. Nein, das war meine Selbstverteidigung. Und ich war wohl nicht wirklich krass, ey. Boah, du bist echt irre stark, Mann. Oh Mann, bist du einfach das Mädchen, das Team Star in Kammern gesagt hat? Michael, wie sie lebt und lebt. Oh, okay, cool, cool, danke für die Info. Das ist extrem schlecht, ey. Ich soll mal stolz zum anderen drehen. Hasta la vista. Ja, machst du mal das Türchen auf. Hey, Michael. Ich habe gerade auf Cassiopeias Bitte hin das Versteck der Feuermitglieder untersucht. Wo ich schon hier bin, wollte ich dir meine Hilfe anbieten, aber die scheint es nicht zu gebrauchen. Bon, bon, bon. Hä? Bon, bon. Knallers? Bist du das? Bon. Tatsächlich, aber was machst du hier? Ist das ein Pokémon? Dieses Knarborn hört auf den Namen Knarlos. Bon, bon. Das ist eines der Pokémon, um die wir uns auf dem Gelände der Akademie kümmern. Bahn! Hey, Knarlos! Weg ist es. Gibt es wirklich eine Verbindung zwischen ihm und Team Stars Feuermitgliedern? Sollt ihr ihm besser folgen. Geh bitte vor und begib dich in das Versteck. Okay, okay. Bring, bring! Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Du bist also mit dem Rüpel fertig geworden. Gut gemacht. Da drin hält sich die Shedir-Bande auf, die aus Team Stars Feuermitgliedern besteht. Ihr Boss Irsa ist das Ass im Ärmel von Team Star. Sie kümmert sich um alles und löst absolut jedes Problem, wenn nötig mit Gewalt. Also sie ist higher up oder was? Unsere Kampfansage wird Irsa sicher ziemlich die Laune verdorben haben. Vermutlich versuchen ihre Handlanger gerade sie zu beruhigen. Am besten bringst du den Haufen Rüpel zügig zur Strecke. Wenn jemand übrig ist, um sie zu besänftigen, wird sie sich schon zeigen. Es ist Zeit, der Shedir-Bande ein Ende zu setzen. Leute die Klingel, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Alright. Dann werden wir ja in der nächsten Folge reinstürmen! Schatteneffekte. Wunderbar.